deine Dose. Scheiße, Alter, guck mal. Eine geile Gaming-Bar in Köln, Meltdown. Was Kevin ist dabei. Jungs. Der Finn auch. Dann hat sich hier noch gerade die Alina rausgetraut. Guckt euch an, wie toll sie herausgeputzt ist. Nein, nein, nein. Ich hab nur ein VR-Ticket. Mal gucken, ob das überhaupt durchgeht. Ich hab keine Ahnung. Der Krieter, der Vollidiot. Nein, nein, nein. Tropft ja alles schon voll. Nein, nein, nein. Sein Bier läuft einfach aus. Nein, nein, nein. Oh nein, der junge Mann. Oh, sorry. Ja, das bin leider ich. Ich will nicht sagen, aber. Scheiße, Alter, guck mal, überall nass. Schon wieder passiert. Guck mal in deiner Jackentasche. Du hast eben eine Dose in der Hand, glaube ich. Nein! Oh, Scheiße, Alter. Was ist das? Scheiße! Ich bin nach die ganze Bierpisse ist bis nach unten zugelaufen. Bis zu diesem Scheiß. Wie nennt man das? Busfahrer. Bus, nee, bis genau. Bis zum Busfahrer. Bis nein, zum war ein netter Kerl, war ein netter Kerl. Ja, aber auf jeden Fall nett. Der hat ein Ding gecheckt. Ich konnte ihn einfach radikal abziehen, war mir scheißegal. Ich habe einfach VRS-Ticket vorgezeigt, der hat nichts gesagt. Und wir haben hier VR-Gebiet, also das ist Tag-Life, was ich gerade. Heftig. All high, wir sind schon alle high. Ja, ganz also genau. Zumindest ich bin ziemlich high. wo sind wir? Messe Joyce? Ja, ich glaube schon, ja, ja. Dann haben wir hier noch, der Finn muss sich schon einhaken, weil der ist total besoffen. Also wie es aussieht, hast du dich bei mir eingehakt. Was? Du kleiner Wichser! Ich liebe dich! Was meinst du? Ja, ich bin Elisabeth. Durchzählen, 1, 2, 3. 4. 27. Herzlich willkommen nochmal zu Markus und Alinas Block. Auf jeden Fall jetzt gerade auf dem Weg durch die Kiffhäuserstraße. Genau. Und wir dürften es jetzt gleich geschafft haben zur Gaming Bar. Und dann sind wir hier schon ganz gespannt, oh Mensch, oder wird toll wird das. Wir haben es geschafft. Ist so, jetzt sind hier gerade heftige Sachen unterwegs. Früher einige Monate ein Pärchen. Ist aber jetzt heftig, heftig. Ne? Und jetzt trifft sich hier die ganze Crew gerade. Ne? Das ist die Crew Love. Der Bigby meinte, er hätte sich den Namen Bigby ausgedacht. Ich hab den gefragt, woher kommt dein Name? Meinte er von dir. Und ich hab ihn so, ja. Jetzt haben wir auch das. Bigby. Grüßen Sie sich vom Herzen, Bigby. Ja, Mann, Mensch. Ja, Mann. Komplimente austauschen. Blog-Eintrag, liked uns bei Twitter von Adrian und Marco. Wir versuchen rauszufinden. Irgendwie verkleidet. Nicht verkleidet eigentlich. Okay, Patrick, hast du ihm vielleicht an Karneval auf die Fresse gehauen? Eventuell. Okay, das ist schon mal der erste Verdächtige. Steffen, komm mal kurz rüber. Was willst du, Bruder? Jetzt muss man kurz sagen, guck dir ihn an und sag, hast du ihm an Karneval auf die Fresse gehauen? Nein. Okay. Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass er wüsste. Okay, wir haben jetzt schon mal zwei Leute ausgeschlossen. Rowley! Okay, jetzt haben wir den Schuldigen gefunden. Ist okay. Nein, kein Ding. Den lassen wir nochmal durch. Das bekanntliche Zwischenfazit. Ich wollte doch nur den. Fabi, jetzt auch ein kurzes. Disziplin, Mario Kart. Schnauze! Fuck! Knapp dran! Ist so. Aber ins Ziel geschafft. Aber jetzt viel zu einfach war der Pisser. Ey, der scheiß verfickte, wie nennt man das? Busfahrer. Nicht Billard. Wie nennt man das? Bierpong. Bierpong. Ey, ich werd noch nicht mal besoffen. Keiner trifft, ey. Was ist das für eine Scheiße? So ekelhaft.
Weil er noch so groß laut gesagt hat, dass er es kann. Also, ich bin doch nicht dran. Guckt ihn euch an, guckt ihn euch an. Wie heftig konzentriert er ist. War wohl nix. Oh, der Meister ermächtigt sich noch einmal zu werfen. Ja. Wie enttäuscht, Junge! Wie enttäuscht! tief durchatmen. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Das landet nicht im Video. Oh, der luftgetrocknete Würstchenkerl seit 93 nimmt den Ball. Und was macht er? Nimmt das? Willkommen zu dem Blog hier von Marco und mir. Genau. Also meiner eigentlich. Also Marco ist eigentlich nur Teilhaber, der ist mein Kameramann. Ja, Marco, sag mal was. Ja. Ja, wo ist der Big B? Wo ist der Big B, ja? Wo ist er? Der muss die Klatsche kriegen in der FIFA. Ich kauf jetzt mindestens zwei. Ich hol dann, das mach ich dann mal. Ja, zwei sind das! Lina, die bechert hier richtig. Immer. Ist so Marc Riebau-Style. Adrians Bier wird immer leerer. Vielen Dank. Bierbingo. Heißt das Bierbingo? Bierbingo. Noch keinen einzigen Scheißschluck gesoffen. Was ist das denn für Bierbingo? Was soll das denn, ey? Bierpong. Bierpong. Ey, ich werde noch nicht mal besoffen. Einfach so. Ich und Emilian, wir haben ja schon eine sehr lange Mario Kart-Fehde. Ich bin der letzte Gewinner des Cups gewesen, als wir in Düsseldorf extra waren. Nein! Das stimmt sogar. Und ich habe bis heute nicht meinen Preis abgeholt, das muss man dazu sagen. Stimmt leider auch. Aber wir werden jetzt hier nochmal ein kleines Match starten und mal schauen. Alina. Alina ist der Preis. Marco, guckst du dir am Ende nochmal hier auf dem Replay an, wenn du kassierst. Ich hab jetzt schon gewonnen. Eigentlich ist es schon vorbei. Er nimmt immer wieder Toad und ich immer wieder Yoshi. Er schneidet es einfach so, dass er gewinnt. Also, Emilian hat gerade verloren. Gewonnen habt, bitte die Reaktion dazu. Ja! Ja, Marco! Alle haben gesehen, ist so! Man hat es auch gesehen! Heftig! Geil! Richtig krass, aber naja. Wir geben ihm noch ja. Ich hab schon jetzt schon gewonnen, eigentlich. Eigentlich ist es schon vorbei. Wer von euch ist denn oben und wer ist unten? Also der aktuell bin ich oben. Aber das ändert sich noch. Irgendwann ist der Marco später unten. Aktuell ist der noch oben, aber später kommt er nach unten. Der Controller ist voll ausgelutscht. Ja, Digi, ich hab auch gerade gemerkt. Ja, nein, der Controller ist voll ausgelutscht. Ja. Voll krass, ja. Also, Emilian hat gerade verloren. Gewonnen habt. Ja, Marco! Alle haben gesehen, ist so. Man hat es auch gesehen. Das war echt ernüchternd. Wir haben keine fairen Bedingungen hier. Das ist nicht geil. Dann kannst du hier mit dieser losen Fickerei kannst du nicht anfangen. Das geht einfach nicht. Knoblauch. Auf dem Rückweg. Weg Proviant, ganz genau. Klar, safe, Weg Proviant. Oder die letzte Bahn, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt. Hörst du der Marius? Ich glaub's nicht ganz. Ja. Aber die allerletzte Bahn der Welt. In der Zukunft fahren noch Bahnen.
Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Habt ihr alles? Hutstock, EKG, Gesangbuch, alles dabei. Ich geh kurz pissen und dann safe die letzte Bahn der Welt. Wir lieben uns. Sabali. Ja. Drehen, durchdrehen. 1, 2, 3, durchdrehen. Wisst ihr, was real ist? Ein Reisi ist real. Ey, fühlt euch jetzt eigentlich verbunden so als Kevin? Ob ihr euch verbunden fühlt als Kevin? Nein, ich hasse ihn. Ey, was ist das für ein Witz? Voll gemein. Ja. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Das ist der Kevin Rowley, so. Und der nimmt uns jetzt mit auf eine Hausparty. So, alle auf der Hausparty vom Rowley! Alle! Ist das heftig! Danke, Rowley! Genau. Deswegen kommen wir anscheinend nicht mit. Er meinte, wir kommen nicht rein. Chill, Rowley! Er meinte, wir kommen alle nicht rein. 4:37 Uhr. Leute? Ne? Und irgendwann gehen alle irgendwelche. Ja, gehen in einer Flitze. Ja, nicht so. Ne? Wir sind halt unsere Bahn. Alles ist vorbei. So, dann ist alles vorbei. Kevin, mich hat es angetropft. Das war ein Vogelschiss. Ich wurde schon mal angeschissen. Chill, Marco. Team Rocket sind wir heute. Team Rocket! Der ist gut dabei. 2,90 € für dich. Was will ich denn 2,90 €? Inspektor Finn. Jeder läuft mit einem anderen in der Gruppe hinterher. Ja. Und meint, er hätte einen Plan. Taxes from here to west to north to south. I get him taxes. Du bist der Einzige, der das, glaube ich, irgendwie versteht. Ich bin auch nicht. Ja, ich hab behindert in die Fresse. Ey, ich würde auch passen. Ich bin behindert auseinander. Komm doch. Ich hab keine Haare mehr. Ich kann total asozial sein. Ich hab erklärt, was von hier. Scheiße, halt die Schnauze, da ist nichts mehr drin. Scheiße, setz dich hin, geh mir nicht am Sack. Auf jeden Fall. Nächster Halt, Goschen halten. Goschen halten, das waren die Goschen.
bist hier niemals ein Leichling, Alter! Oh, jetzt willst du mich schon wieder aufnehmen. Kumbaya, mein Lord! Kumbaya! Kumbaya, mein Lord! Kumbaya! Guckt euch den asozialen Penner an. Jetzt steht da der erstmal zwei Minuten alleine. Muss ich hier sitzen? Warte, Marco. Guck dir den asozialen Penner an. Den asozialen Pimmel? Den asozialen Penner an. Oh nein! Boah, was gestürzt! Hey, woher müssen wir hin? Ich hab die Augen zugehabt. Schweine und Sack. Ich zeig einfach. Der guckt auf jeden Fall richtig nach. Der Wichser ist leer. Ja, Marco, du hast noch einen Ticket gekauft. Da läuft man schon. Wo müssen wir hin? Marco, ich hab kein Ticket. Doch, hast du. Marco? Komm. Ticket? Bin ich beliebt auf dem Ticket? Ich bewege mich einfach nicht mehr, dann ist das auch nicht mehr interessant für dein Video. Das sagst du, Junge! Das sagst du! Du bist nicht drauf auf dem Ticket. Da werden keine Kompromisse gemacht. Mit Terroristen wird nicht verhandelt. Jetzt nochmal zu dir. Also ich persönlich muss wirklich sagen, ich bin von der Situation völlig überfordert und ich finde ehrlich gesagt, dass er aussteigen müsste. Ich denke, dass da keine Kompromisse gemacht werden sollten, denn wir anderen Menschen, wir normalen Menschen im Bus, wir müssen jetzt darunter leiden, dass er einfach denkt so, lass mal warten. Vor allen Dingen, er denkt halt wirklich, dass er machen kann, was er möchte. Ja, genau. Er drückt und wir müssen warten. Wir könnten schon zwei Minuten schneller zu Hause sein und er drückt einfach und steigt nicht mal aus. Und außerdem, bei der Hinfahrt war das auch schon. Er hat, bevor wir losgehen wollten, er hat noch lange gedrückt auf der Toilette vielleicht, okay, aber wir mussten warten. Also eigentlich gleich dieses Spiel. Warten, weißt du, das geht echt gar nicht klar. Immer dieses Drücken, egal. Ob Spritze, ob Arschkacke rausdrücken oder warten. Scheiße, warten. Ich kenne einfach nicht mehr den Unterschied. Nee, kennt er nicht. Ist so. Geht gar nicht klar. Abschieben. Schön zusammen. Gut. Ich soll aufhören zu filmen. Ich bin der Einzige, der aufhört zu filmen. Wir fangen seit 10 Minuten in die falsche Richtung. Der Einzige, der was rafft, seit 10 Minuten. Also, fürs Protokoll. Einmal ringsrum und dann sind wir da. Wir haben jetzt 2.24 Uhr, sind gerade eben in den Bus eingestiegen. Herr Adrian, wie lange ist das her? Ich muss ehrlich sagen, ich war die ganze Zeit dabei und ich finde ehrlich gesagt, dass Marco unbedingt aufhören muss zu filmen, denn verdrufte Leute filmt man einfach nicht. Und ist nicht okay. Ja. Meine Meinung. Der ist verdruft, ist schon besoffen und alles okay. Wer hat denn jetzt hier gedruckt? Scheiße, noch mal. Ich weiß nicht, aber... Wen darf man denn nicht filmen? Weil verdrufte filmt man nicht. Das ist okay, bin ich dabei, genau. Bin ich d'accord. Aber Trunkene ist okay. Hier keiner? Nö. Haben wir keinen Pep mehr? Nö. Gar keinen mehr? Keine mehr. Hast Peps? Peps dabei? Zwei noch? Zwei noch, eins? Peps? Was? Peps dabei? Haben wir keine mehr? So, die letzten Leichling-Meter. Was laberst du? Auf der Straße. Oh, jetzt sind sie mir richtig. Jetzt zeigen sie, was ich kann. Na klar. Safe, Digga, safe! Ich hasse Bitter. Oh, oh, oh.
Wir haben einen kleinen Disput. Ich und Gabi können uns nicht entscheiden, wer jetzt hier. Ich und Gabi. Ich und Gabi. Kannst du mir deinen Schlüssel geben? Kannst du mir deinen Schlüssel geben? Und ja, auch das einfach. Jedes Gesicht. Ich? Nein, ehrlich? Ja. Oh nein, sorry. Wer hat hier gekotzt? Ich und Gabi. Oh nein. Okay. Ja, komm, sollen wir zu Fuß gehen? Bist du bescheuert? Ja, komm. Ja, komm, lass, du bist doch kein Mensch. Na klar. Ja, komm, geht auch, du hast eben nur ein bisschen Bett, bloß das... Jetzt hast du noch freudige, dreckige Mix. Acht Etagen. Komm, vier Etagen. Wir gehen zum Aufzug. Wir haben erst vier Etagen geschafft. Die Hälfte erst. Oder Fabi? Du hast doch verfickt. Ist so richtig. Guck mal, nein. Vollidiot. Ja, ich schlafe Schwänze. Schlafe Schwänze. Wer hat damit ein Problem? Ja, doch. Leider schon, ja. Die Mucke ist geil, ja. Na? Bitte fühlen Sie das nicht. Ey, ich hab auch noch ein bisschen Mischel enttäuscht. Ich will auch. Ja, das ist ja schade. Was mein Zeug? Also wir sind jetzt zu Hause, Marco und ich, mein Kameramann. Safe, Marco, safe. Wir sind safe zu Hause angekommen. Wir haben sogar noch einen Bus gekriegt, da mussten nicht die ganze Strecke laufen. War echt nice. Marco hat versprochen, jetzt einen Wodka zu trinken und das wird er jetzt live vor der Kamera tun. Nein, nein, von Wodka kotze ich. Achso, ich bin doch nicht doof und kotze vor der Kamera. Nee, erstmal hinter den Kulissen. Das ist echt erbärmlich. Den Abend überlebt. Aber die Nacht wird mit so einem Schnarchen schon schwer. Kommt mir so ein bisschen Bear Grylls-mäßig vor. Videotagebuch. Oh, das war laut. Ah, den haben sie einem weggesteckt. Der Gentleman genießt und schweigt. Alex, Marco. Was ist hier denn hier los, Leute? Alter. Langschläfer habe ich gehört. Du hast irgendwie die ganze Nacht durchgequält. Was ist das denn? Wir haben nur zwei. Dank euch habe ich vielleicht zwei Stunden geschlafen. Und so heftig. Der Kevin hat im Stehen gepisst, Alter, vorhin. Hab ich genau gesehen. Boah, oder er hat im Knien gekotzt. Ja, welcher Kevin ist die Frage? Frag mal einen von den beiden. Boah. Alex. Alex. Sag mir mal die richtige Adresse. Sag mal Käse. Käse. Sag mir mal die richtige Adresse. Jahre durchgebufft. Ich fühle mich einfach nur wie ein Haufen Elend. Ein Haufen Elend. Total durch, Mann. Auch kein Wunder. Ich habe diesen Sky einfach nur gesoffen. Diesen ganzen verfickten Sky in meinen Augen. Ich krieg die gar nicht hoch, Mann. Ich krieg die einfach nicht hoch. Du hast doch wahrscheinlich nicht viel mehr geschlafen als wir hier drüben im Zimmer. Nö. Ich habe gerade erfahren, dass ich anscheinend nur 2 Minuten chillig auf meinem Bett lag und davor wie ein Hurensohn einfach. In so einer Fötusstellung. Ist so einfach nur Survival liegen. Ist so Survival. Ja, genau. Grüß dich, Alina. Darf ich erstmal aufstehen? Sofort die Flucht. Pack dein Zeug zusammen. Eigentlich wollte ich dich human fragen, wann du fahren möchtest, aber du packst dein Zeug deswegen. Nee, der flüchtet dir sofort. Die haben ja alle viel zu hart geschnarcht. Ich such mir dann anderen.
Safe trinken, safe, safe, Digga, safe. Bigby ist jetzt runter. Ist das normal, wenn man. Nee, Mann. Hast du die gestern nach. Den. Jetzt. Nee, hab ich letzte Woche schon vorbereitet. Ah, okay. Ich nehme jetzt den auf, so. Bis gleich. Nicht so gut. Hier die ersten Schadensberichte. Ist so, das geht raus an die Versicherung. Ja. Ich hab Ali. Kennst du den Ali nicht? Doch, den habe ich kennengelernt, den Ali, stimmt. Oder? Genau, den hast du letztes Mal kennengelernt. Da hast du dich doch so gefreut, dass sie sich kennengelernt haben. Ja, stimmt. Das ist doch klasse. Genau, ja. Kennst du das nicht? Wow. Kennst du das nicht, dass zwei Menschen cool sind und du die einfach so fusionierst? Ist halt blöd, wenn man das Internet aus hat und die Seite angeschlossen hat. Echt, man muss das Internet dann für das Aktivieren ausmachen? Bei Adobe Master Suite, ja. Master Suite oder Master Suite? Ist das der Meisteranzug oder? Ja, was, mit was bewirfst du mich?